Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück auf der Appstorfer Heide mit dem lieben Florian. Hallo! Einen wunderschönen. Da wollte der Junge falsch gemeine Rade sagen. Flo! Hm? Ich weiß jetzt, was das X an deinem Gaspedal und an deinem Stick da bedeutet. Stick? Wenn du nur auf den komischen Multihebel drückst. Hm? Dann bewegt sich der und das Gaspedal nicht. Ah. Und wenn du auf unten aufs Gaspedal drückst, bewegt sich das. Aber der Hebel halt nicht. Ja, weil sie jetzt gerade fragt, Philipp, ist er mit meinem Steuer kurz beim Händler und holt die Abschleppstange, weil sein Johnny auf mysteriöse Gründe leer ist. Der Flo hat noch ein Board, wir setzen es alle. Ich fahr nicht weiter, ey, das ist eine Unterstellung. Leute, guckt die letzte Folge. Dann seht ihr, was passiert ist. Hm, was? Hast du das gesehen, was ich gerade gemacht habe? Außer vielleicht. Nee, bist du bei mir schon vorbeigefahren? Ja. Nee, ich bin gerade nach oben gefahren, deswegen habe ich dich nicht gesehen. Ah, da hinten sehe ich dich. Huh, zum Glück. Oh. Kannst du mir schon vorstellen. Vielleicht habe ich mit einer Hand gelegt. Mhm. Der ist ein bisschen drauf geadelt, ich bin vielleicht auf zwei Reifen gefahren. Ja, okay, das kennen wir ja von dir. Was? Aber kannst du mir vielleicht erklären, warum das Teil 60 läuft? Es läuft nicht 60. 54? Bei mir läuft der 54. Bei mir läuft der 59. Hm, da haben wir doch wieder rumpfuscht, ich weiß das. Nein, hab ich nicht. Hm. Leute, können wir das glauben? Aber okay, man muss zu sagen, wartet. Diesmal hat der Flipsi, glaube ich, sogar recht. Und zwar, wenn wir jetzt ins Menü reingucken. Aber in der Steuer gucken und da steht hier, ne, 50. Hier steht 50. Ich dachte, da stand mal 60 oder so dran. Und nee, da steht 50. Ne, da kann ich dich doch nicht rausreden. Jetzt müssen wir doch mal noch kurz hingucken, was denn da abgeht. Ein Benzinkanister dabei gehabt, drum habe ich ein bisschen Sprit drinnen. 10 Liter Kanister. Ja, wir haben zwischendurch das Spiel kurz gespeichert und dann, ja, füllt sich der Kanister wie immer wieder auf. Jetzt muss ich aber. Weil der kann man doch irgendwo einstellen, dass er tankleer ist. Ich kann dich ankuppeln. Hab dich angekuppelt. Kann man doch irgendwo einstellen, dass der Tank leer ist. Ist komm schon voran. Warte mal, ich muss hier. So, hier ist die Tanksperre jetzt draußen. Da ist auch noch der Gang drin, der ist viel zu hoch. So, ja, der passt eher. Ich mach echt den Motor aus, damit es realistisch ist. Wie ist die Parksperre drin? Ich weiß, warte, die muss ich wieder lösen. So, Parksperre raus, ist sie draußen? Jetzt ist er draußen. Okay. Alter. Du musst den Motor anmachen, das geht so nicht. Kann man hier nicht irgendwo Leerlauf einstellen? Ich weiß es nicht. Mit Leerlauf ist natürlich angenehmer, weil ich musste hier gerade mit einem Gang drin ziehen. Ich kann Kupplung einstellen. Ah nee, warte. Manuell. Ich glaube, das muss. Warte, stopp, das muss dann ich machen. Nee. Kann ich doch irgendwo einstellen auf dem Gamepad Druck. Tastatur Druck. Ja, nee, ich weiß nicht, ob du einstellen kannst, damit Dingens ist. Leerlauf ist. Kupplung halt drücken, permanent. Ja, nee. Weil ich habe dich zur Auswahl. Du kannst ja zum Beispiel, wenn jetzt Parksperre drin ist, kannst ja du zum Beispiel nicht machen. Deswegen meine ich. Ja, wenn es so weitergeht, dann ja. Brauchen wir wohl ein bisschen, ne? Ich hab Leerlauf drin. Nehmen wir mal Mutter ein. Oh, warte, ich muss vielleicht in meinen Steuer reingehen. Bin ich jetzt im Steuer drin? Ja, jetzt bin ich im Steuer drin. Wo müssen wir denn hier längs? Ja, noch geradeaus. Gibst du Gas? Nein! Das ist automatisch. Das ist automatisch. Das bist du, was Gas gibt.
Oh nee. War mein Mama Motor wieder aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt gesund ist. Oh jo, Alter. Nee, das ist nix. Nee, das knicken. Ja, die Abschleppstange ist nicht die beste, muss man sagen. Hast du das gehört? Nee. Also ich glaube, wir und die Zuschauer haben es nicht gehört. Ja, ich meine ja auch mal. Ach so. Lenken wäre nicht schlecht gewesen, oh ja. Sind wir hier noch richtig? Ja. Hallo! Ich kann mich nicht mehr lenken. Ich kann nicht mehr lenken. Junge, was machst du da hinten, Alter? Ich kann. Ne, also ich konnte nicht mehr lenken, sorry. Nee. Wo ist eigentlich die nächste Tankstelle? Schön, dass wir da auch nicht geschaut haben. Ja, guck du mal nach, du bist ja gerade im. Du musst ja nicht fahren. Boah, da kommt eine Kurve. Ich weiß. So. Schiebst du mich da rückwärts rein? Nein, ja, wir können es mal versuchen. Mir ist gerade aufgefallen, der Motor ist aus, mein Tank ist leer. Als ob der jetzt aus ist. Mein Tank ist leer. Du bist jetzt leer. Der war nur in deiner mal viertel früh. Ja, aber trotzdem. Versaft den Johnny so früh? Nein, aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Du musst mich da rückwärts reinschieben, ne? Ja, wieso also, soll ich dich da reinkriegen? Ich kann mein Frontlader nicht ablassen. Oh. Kann mein Frontlader nicht ablassen. Du musst schon richtig mitlenken, sonst kriegen wir die da nicht rein. Ja, was meinst du, was ich gerade versuche? Aber du drückst mich. Dann sieht man mal, was der Steier für eine Power hat, ja. Ja, wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich schwerer als du. Ich muss da rüben rein. Die Stange ist wieder richtig. Die Stange ist ich hab dich nicht. Du hast mich nicht mehr an der Zahnkupplung dran. Ja. Ich bin hinten mit dem Hinterreifen in der Luft. Zwar meinem Zeug vorne nicht gefallen, aber gut. Hm? Das wird zwar meine Fronthydraulik vorne nicht gefallen, aber gut. Wie hält es aus? Hab ja die gute Degenhardt. Ja. Ne, ist doch eher aus wie Sauter, aber egal. Ja. Jawoll! Ich muss Frontlader ablassen. Ja. Nicht auf meine Haube, Alter. Kannst du tanken? Nein! Ja, ich kann tanken, jawoll! Halleluja, Alter! Holy shit, Junge! Alter, leck mich am Arsch! Alter, nee. Also die Aktion. Das war eher schwierig. Ganz schwierige Situation. Ja, so. Und davon? Du musst von der anderen Seite wahrscheinlich ran. Ja, aber kannst mal wieder hinterfahren. Nee, ich will nicht da vorne. Ich hab einen Vogel überfahren. Ist das okay? Ja. So, warte, ich will Differ aus und Allrad aus. So, Innenansicht. Ich weiß nicht, aber meine Frontkontrolle geht sehr langsam runter, aber gut. Ah, ich kann angucken. Ja, Halleluja, ich hab's ja wieder dran. So. Jetzt müssen wir die noch irgendwo hinstellen. Warte, ich stelle die da, wo unsere Gewichte sind. Unser guten alten Gewichteplatz. So, boah. Ich glaube immer, ich komme noch zum Dreschen. Nee. Kann auch eh nichts für, dass mein Tank leer geht. Ja. Schwierig. So. Ja, die können wir hier hinpacken. Verstürze können. Ja, entweder wir müssen mal gucken, ob wir für die nächste nochmal vielleicht eine andere Stange mit draufnehmen. Ich muss sagen, die ist echt manchmal teilweise ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht, ob es mit der anderen viel besser funktioniert. So, ich fahre jetzt erstmal wieder zu meinem Schlepperträg. Ja, okay, so komme ich da auf gar keinen Fall ran.
Kreuz hat. Der gute Ding dran. So. Nächstes Mal Schlepper tragen und so weiter an unsere Gewichtesammelplatz stellen. Bevor wieder irgendwie Lot geht, wo steht denn das Gewicht? Ich find's nicht. So. Steh auf! Komm ja nicht her, Flo. Ich hab's doch nicht vor. Ich muss ehrlich sagen, ich hab's nicht vor. Steh auf! Jawoll! Oh, Junge. Oh, nein. Nein, nein, er ist gestanden. Und wieder umgefallen. So. Ja. Tür wieder zu. Wir holen uns jetzt unseren Drescher. Dann müssen wir heute noch ein bisschen was schaffen. Oh, Mann, 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 Mann. Vor allem, der hängt jetzt auch am Baum. Ist auch noch. Also ihr seht schon ganz, ganz schwierige Situation hier. So. Zack. Machen wir an, runter. Ja, richtige Breite ist noch eingestellt. Und rein in die guten Weizen. Oh ja. Oh los! Steht er? Nein, 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 ich ruf halt, ich ruf halt, ich ruf halt. Flo, ich glaube, du brauchst einen Frontlader. Ich krieg den nicht aufgestellt. Du hast doch beim letzten Mal auch geschafft. Oder nicht? Ah, nee. Da ist der Tank leer gewesen. Oh. Oh, nee. Ei. Steht er jetzt? Ja. Yay, er hat's geschafft. Oh Mann, du. So. An, Ich weiß nicht, ob wirklich so eine viele Hänger dran steht. Ich sehe es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ui, ich habe hier gemerkt, hier ist ein Hubbel drin. Ah ja. Ein kleiner, aber feiner. Also weißt du noch, wo du hin musst jetzt? Damit du zum Pferdehof kommst, womöglich. Die diesen komischen Pferde-Typ-Zeugsel da halt. Pferdezucht, ja genau, Pferdezucht. Er kennt sie nicht. Also, du hast Pferdehof, kenn ich Pferdezeugsel. Ich Pferdezucht, dann Pferdezucht, läuft. Ah ja. Ja, ob das gut geht. Ich hoffe es aber mal, was ist eigentlich hier? Die Bäckerei. Es gibt eine Bäckerei. Wait, what? Enger rutscht. Billige Scheiße. Wenn ich jetzt schieb. Eieiei. Was mich interessiert, gibt's hier auf der App Store für Heidi Produktionen? Oder ist der Bäckerei einfach nur ein Verkaufspunkt für Getreideprodukte? Also ob es jetzt Weizen, Gerste oder Hafer oder sowas ist. Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich zwar noch nicht gehört. Und ja, nochmal zu dem Thema. Ich habe die Kuchen gerufen. Beziehungsweise noch ein zweites Teil. Wir haben ist es nicht drin. Aber wir haben dort wunderschöne Grimme DLC mit draufgenommen. Da, kartoffeltechnisch. Voila, da haben wir es. Das grüne Krimi-Pack wird ja auch zum Einsatz kommen. Möglicherweise. Allen ist es. Da bis dahin geht's. Was ich denn jetzt überhaupt hin? Ich bin doch komplett falsch. Warte, ich leite dich. Wo bist du denn? Wie komme ich denn da hin? Wo bist du? Du bist ja komplett falsch. Du sollst doch da nicht reinfahren. Du musst da wieder auf die Hauptstraße. Oder Hauptstraße, auf die Straße halten. Ja, dann da vorne, wenn ich rausfahre, links.
Dann den Weg wieder nach. Nein. Scheiße. Links, nicht rechts. Ah, nee, hast schon wieder umgeschmissen. Komm schon. Stell dich wieder auf. Ein Scheiß. Steht er wieder? Oh, ich freue mich schon auf den Videoschnitt. Ich werde ja so viele Cuts einsetzen müssen. Oh, Junge. Ei. Steht er inzwischen wieder? Nee, er liegt noch. Er liegt noch, okay. Bin dabei, den wieder aufzustellen, bevor ich DFL anmachen? Nee. Okay. Ich schaff das ohne. Johnny-Fahrer schaffen das. Oder auch nicht. Warte mal, wir machen jetzt. Komm, schieb! Jawoll! Steht er? Hä? Ja! Okay, ich wollte gerade hinlaufen mit F11. Okay, der kann die Aufnahme weitergehen jetzt wieder. Nicht mehr umschmeißen. Ach, ich kann nichts dafür, dass man dem nicht mal der. Mit dem kann man keine 90-Grad-Kurve fahren. Ja, voll beladen. Geht nicht, voll beladen und schnell. Ich fahr nicht schnell. Ja, aber trotzdem. Die Anhänger, wenn der ruckelig längst oder so, ist der Anhänger komplett knicken. Du kannst ja komplett knicken. Ich war bei 10 km/h, also bitte. Ja, aber trotzdem, das ist da teilweise schon zu viel, einfach 10. Du musst da wirklich sanft und vorsichtig fahren. So wie in echt. Du fährst mit in echt auch nicht mit einem vollen Ballenwagen 10 km/h und eine 90-Grad-Kurve. 10 km/h ist nicht viel. Weißt du, wie viel 10 km/h ist? Mit dem so einen vollen Ballenwagen. Ja. Also wenn du Führerschein magst, musst du auf jeden Fall Thema Geschwindigkeit noch viel lernen. Oh, der überschiebt aber gescheit. Okay. Also Philipps hat es geschafft, Anhänger steht zum zweiten Mal wieder, währenddessen bin ich schon voll geworden und bin jetzt hier am Abtanken. Ach ja. Und diesmal Kurven sachte nehmen. Bin nicht schnell gefahren, Flo! Ja, 10 km/h ist zu schnell für den Ballenwagen. Mit wie viel soll ich rumtuckern? Um Kurve mit 5. Okay. Kurve mit 5, okay. Höchstens 5. Da musst du damit Gefühl Dingens rein. Da ist 5 km/h ist maximal Speed. Da können die stehen lassen. Drische. Hey, wundert dich aber nicht, wenn ich nicht mehr, also nicht schnell, nicht rechtzeitig heimkomme. Ja. Ja, hier vorne jetzt abbremsen und hier rechts rein. Oder links da auf jeden schon. Fall. Ja, da schon. Bald jetzt. Du musst auf Karte gucken. Jetzt links rein. Von dir aus gesehen. Mit dem Feldweg? Ja. Dann kommst du zum Pferdehof. Ansonsten kommst du da nicht hin. Bin da vorhin schon mal hingelaufen. So. Dann machen wir das Ding wieder an. GPS-Kurs ist jetzt noch da oder ist er weg? Ne, noch da. Wunderbar. Läuft er wirklich so? Ja, Puder. Puder anscheinend, too. Mal den Frontlader ab. Das wäre auch nicht schlecht.
sind Bäumchen, die hängen ganz schön tief. Wo bist du rein? Oh nee. Oh Gott! Oh nee. Steht er noch, oder? Ja, ich hab okay. Voll Bremse ziehen müssen. Wohlgemerkt, bin ich jetzt seit knapp 2 Folgen unterwegs, um die Ball zu verkaufen. Der erste ist weg. Der erste ist weg. Und die nächsten. Oh. Oh oh. Immerhin noch ein Erfolgserlebnis. Ich hab ein Problem. Der Ball war jetzt vorne in der Luft. Jetzt ist immer passt. Alles gut, ich komm heim. Okay. Soll ich eigentlich beim nächsten Mal Ballen verkaufen fahren oder will ich denn noch eine Chance? Ich mag noch eine Chance haben. Okay, gut. Ich tue gerade wieder mit 50 um die Kurve rum. So, ja, wenn er leer ist, kein Problem. Wenn er leer ist, kann ich mit 10. Der ist ja 25 zugelassen. Egal. Ah, egal. Aber im Prinzip, wenn er leer ist, kannst du mit dem um Kurve rumfahren. Im Prinzip 25 oder so schnell wie ich. Wie ich halt will, so schnell wie ich halt will, unter Anführungszeichen halt. 120. Ich glaube, dann wird es kritisch. Aber gut. Ich glaube, ich. Oh fuck! Ich habe die Einfahrt verpasst. Oh jo, oh jo. Da geht's jetzt drin. Aber jetzt muss ich. Ja, da bist du, genau. Und dann da vorne wieder. Darüber und dann bin ich auf unserem Hof. Oder Richtung unserem Hof. So. So, passt. Können wir hier einmal drehen. Ich weiß nicht, wie das jetzt gegangen ist, aber. Ich hab ein Problem. Hast du schon umgeschmissen, Lea? Oder Tank? Nein! Okay. Der Ballwagen hängt im Zaun! Das ist ja fast das gleiche wie umschmeißen. Nur im leeren Zustand. Nein, der hängt halt im Zaun! Also der ist auf. Jetzt ist er zumindest wieder unten. Oh Gott. Also nächstes Mal. Eine Chance hast du noch, wenn es da genau so endet, dann muss entweder ich oder dann Fabi fahren. Ja gut, ne? Schwierig. Ich bin auf Zahn vom Nachbar, ist gesund? Ich so. Weiß nicht. Solange es keiner gesehen hat, ist alles gut. Der Zahn steht doch. Okay, dann. Dann fällt's nicht auf, dann hat er nur eine Dölle. Gut, ein Holzzahn war. Dann leere ich den Mocke. Oh ja, da darf ich erstmal noch mit Schluck hin. Natürlich nur Red Bull hier während der Aufnahme. Alter. Hallo, du hast was von Weizen kaputt gefahren. Jetzt geht's los. Das war diesmal nicht ich. Normalerweise bin ich ja immer ein bisschen rumgefahren, aber es war nur hier vorne weg. Also du und der Ballen waren ganz kritische Lage. Ganz, ganz kritische. Die kamen noch ausfahren, habe ich irgendwie bekommen. Warte. Ich weiß nicht, ob man den ausfahren kann, aber wenn dann mit X oder Z oder irgendwie so. Im Normalfall. So. Lang zu klappen, nee. Mit V. Ja. Ein Wagen werden noch viel Freude haben. Ja, das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt das Feld auch schon fertig, aber fast fertig. Aber wir sind für die heutige Folge auch schon wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und Kostoch kennt sind. Unten den roten Knopf, Graf, empfangen natürlich getan. Glock aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store. Verheiratet mit hoffentlich ein bisschen Unterstützung.
Und bis dahin wünsche ich mir allen noch einen wunderschönen restlichen Tag. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.